Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein Jahr mit besonderen Herausforderungen geht in wenigen Tagen zu Ende. Jetzt, in diesen Dezembertagen, lege eigentlich sonst wie jedes Jahr adventliche Stimmung in der Luft. Aber in diesem Jahr der Corona-Pandemie ist alles anders, ist die Welt eine vollkommen andere, als wir sie bisher kannten. Die Erfahrung der letzten Wochen und Monate hat uns etwas anderes gezeigt, nämlich, dass wir wohl noch eine ganze Weile versuchen müssen, mit der Situation und manchen schmerzhaften Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens zurechtzukommen. Vorfreude auf Weihnachten, Feststimmung, adventliches Warten, sich freuen und hoffen, gerade in dieser bedrückenden Zeit dürfen wir das und vielleicht tun wir es dieses Mal noch bewusster und dankbarer als sonst. Denn eines hat uns die Krise bei allen Sorgen und Herausforderungen gezeigt: auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, auf Mitmenschlichkeit, auf gegenseitige Hilfe und Bürgersinn ist Verlass. Karlsdorf-Neustadt hält zusammen, das war uns von Anfang an in der Corona-Krise Leitspruch und das wichtigste Ziel. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr besonders gespürt, dass dies nicht nur leere Worte sind, sondern dass es viele engagierte Einwohner, Vereine und Organisationen gibt, die dieses Motto eindrucksvoll vorleben und unterstützen. Die Karlsdorf-Neustadt der Einwohner halten zusammen, erst recht, wenn es darauf ankommt. Sie helfen, achten aufeinander und unterstützen sich gegenseitig. Es gab und es gibt so viele tolle Ideen und Aktionen, die in diesem Jahr die sozialen Kontaktbeschränkungen wirkungsvoll gelindert haben. Darauf bin ich als Ihr Bürgermeister sehr stolz und dankbar dafür. Mein ganz besonderer Dank geht an alle, die gerade in dieser Zeit an andere denken, die an vielen Stellen helfen, oftmals still und unauffällig, aber doch so unentbehrlich. Ich danke den ehrenamtlich Engagierten, ich danke all jenen, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten und deren großer Einsatz und Stellenwert für unser gesellschaftliches Leben uns in diesem Jahr besonders bewusst geworden ist. Stellvertretend für viele möchte ich hier nennen die Ärzte und das Pflegepersonal in den Kliniken und Pflegeheimen, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer oder all jene, die dafür sorgen, dass die Infrastruktur gesichert ist und wir täglich einkaufen gehen können. Es war und ist auch für uns in Karlsdorf-Neustadt eine sehr herausfordernde Zeit. Ich danke dem Gemeinderat für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, unseren Vereinen, der Freiwilligen Feuerwehr, den Kirchengemeinden, der Caritas und den DRK-Ortsvereinen. Mein Dank gilt allen, die mit ihrem Einsatz das Leben in unserer Gemeinde lebens- und liebenswerter machen. Und ich danke meinem engagierten Team im Rathaus, auf das auch in diesem Jahr stets Verlass war. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen frohe Weihnachten und ein glückliches und vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2021. Bleiben Sie gesund und achten Sie gut auf sich und Ihre Lieben.